Wir haben jetzt Anfang August und traditionell jedes Jahr Anfang August wird die Muschelsaison hier auf Sylt eröffnet. Wir waren heute hier auf einer kleinen Fahrt und konnten ganz nah dabei sein, wie Muscheln gezüchtet werden. Und hinter mir steht so ein Muschelkutter, den durften wir mit einem Begleitschiff verfolgen und mal gucken, wie solche Muscheln hier geerntet werden. Und was bei dieser Muscheleröffnungssaison am interessantesten war, war, dass zum allerersten Mal auch Naturschutzverbände mit bei dieser Eröffnung dabei waren, gemeinsam mit den Muschelfischern. Und das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wenn man einen Kompromiss schafft zwischen Muschelfischern und den Naturschutzverbänden, dem sogenannten Muschelfrieden, der Anfang des Jahres jetzt in Kraft getreten ist, dass man einen Teufel tun sollte, genau das jetzt wieder zu hinterfragen und diesen Kompromiss nutzen sollte, damit beide Seiten erfolgreich nebeneinander miteinander arbeiten können.